Ja, der Abfallbeauftragte. Wer oder was ist ein Abfallbeauftragter? Und was sind die Aufgaben eines Abfallbeauftragten? Zunächst einmal, der Abfallbeauftragte ist eine rechtliche Anforderung. Die Bestellpflicht für bestimmte Betriebe ergeben sich aus § 59 Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Abfallbeauftragtenverordnung. Einen Abfallbeauftragten müssen Betriebe bestellen, die bestimmte in der Abfallbeauftragtenverordnung aufgeführte genehmigungsbedürftige Anlagen nach § 4 des Bundesemissionsschutzgesetzes betreiben und die Betreiber bestimmter Anlagen, von denen in denen regelmäßig gefährliche Abfälle einer bestimmten Menge anfallen. Wie gesagt, nachlesen kann man das genau in der Abfallbeauftragtenverordnung. Dort sind auch noch ein paar weitere, aber in der Abfallwirtschaft tätige Betriebe aufgeführt, die Abfallbeauftragte bestellen müssen. Mit diesen wollen wir uns an dieser Stelle nicht beschäftigen, sondern allgemein mit produzierenden Betrieben, die gegebenenfalls einen Abfallbeauftragten bestellen müssen. Der Abfallbeauftragte ist eine männliche oder weibliche Person natürlich. Und wenn er denn bestellt ist, sind die Aufgaben des Abfallbeauftragten in § 60 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes beschrieben. Dazu gehört A, die Überwachung der Abfälle von deren Entstehung bis zur endgültigen Verwertung oder Beseitigung, also der gesamte Weg, den die Abfälle gehen, zu überwachen. Die Überwachung der Einhaltung rechtlicher Vorgaben zum Abfallrecht, also des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der zugehörigen Verordnung, sowie auch gegebenenfalls der Bedingungen und Auflagen aus der Genehmigung, die die Abfälle betreffen. Und schließlich die Prüfung oder die Weitergabe eventuell festgestellter Mängel an den Betreiber und natürlich auch das Machen von Vorschlägen zur Abstellung der erkannten Mängel. Verantwortlich für das Abstellen von Mängeln kann natürlich der Abfallbeauftragte nicht sein, denn der hat in der Regel nicht die notwendigen Befugnisse. Deswegen muss er eben Mängel an den Betreiber melden, der die notwendigen Befugnisse haben muss. Ja, und last but not least gehört auch die Information und Aufklärung der Mitarbeiter zu den Aufgaben des Abfallbeauftragten. Der Abfallbeauftragte informiert die Mitarbeiter über die bei ihrer Tätigkeit anfallenden Abfälle, über die Folgen dieser Abfälle für die Umwelt und die Möglichkeiten, wie die Mitarbeiter an der Vermeidung der Abfälle mitwirken können. Er erstellt über seine Tätigkeiten einen jährlichen Bericht für den Betreiber, sodass dieser auch nachvollziehen kann, das und was der Abfallbeauftragte gemacht hat und was seine Vorschläge sind. Und damit der Abfallbeauftragte seine Aufgaben auch wahrnehmen kann, gibt es natürlich auch Anforderungen an die Ausbildung des Abfallbeauftragten. Diese betreffen sowohl die Zuverlässigkeit des Beauftragten als auch seine Fachkunde. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz § 60 verweist an dieser Stelle auf § 55, vor allem den Absatz 2 des Bundesemissionsschutzgesetzes, wo eben gesagt wird, dass der Beauftragte fachkundig und zuverlässig sein muss. Die Fachkunde ist wiederum in § 9 der Abfallbeauftragtenverordnung näher geregelt. Erforderlich ist in der Regel ein Hochschulstudium auf einem Gebiet, was der abfallerzeugenden Anlage zuzuordnen ist oder der abfallbehandelnden Anlage, wenn es ein Betrieb der Abfallwirtschaft ist. Gegebenenfalls sind an dieser Stelle aber auch Meister- oder Fachschulberufsausbildungen ausreichend. Und zweitens muss ein anerkannter Lehrgang zur Fachkunde erfolgreich absolviert werden, also mit abgeschlossener Prüfung. Die Inhalte des Lehrgangs sind für die Anbieter dieser Lehrgänge in Anhang 1 der Abfallbeauftragtenverordnung vorgegeben und definiert. Wenn Sie einen anerkannten Lehrgang haben, dann hat die Behörde natürlich dafür gesorgt und überwacht, dass der Anbieter diese Inhalte auch abdeckt. Und des Weiteren ist eine mindestens einjährige praktische Tätigkeit an der Anlage oder an vergleichbaren Anlagen erforderlich. Ja, wenn Sie darüber nachdenken, ob die Tätigkeit als Abfallbeauftragter für Sie in Frage kommt oder
wenn diese Frage vielleicht aus dem Betrieb an Sie herangetragen worden ist, dann kann ich Ihnen eigentlich nur Mut machen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Der betriebliche Umweltschutz und die Erzeugung von Abfällen sind sicherlich ein zukunftsträchtiges Thema. Wir beschäftigen uns seit 50 Jahren mit dem Umweltschutz und darunter auch mit dem Thema Vermeidung, Umgang, ordnungsgemäßer Umgang mit Abfällen, haben das Problem bis heute immer noch nicht gelöst. Also es sind immer noch Herausforderungen da, die engagierte und fachkompetente Mitarbeiter benötigen, damit wir sie in Zukunft lösen können. Und wir haben ja eine Vision, die sich im Titel des Kreislaufwirtschaftsgesetzes schon ausdrückt, dass es irgendwann gar keine Abfälle mehr gibt, um die man sich kümmern muss, weil, wie ein beliebter Satz immer so schön sagt, Abfälle letzten Endes ja nur Rohstoffe am falschen Platz sind. Und die Vision einer Kreislaufwirtschaft bedeutet ja alles, was irgendwo der Abfall des einen wird zum Rohstoff des anderen. Aber dieser Weg ist noch lang, der ist noch weit. Er braucht, wie gesagt, interessierte, engagierte, kompetente Mitarbeiter. Und persönlich ist es auch eine durchaus befriedigende Tätigkeit, denn man hat ja natürlich Schnittstellen mit all den Tätigkeiten im Unternehmen, wo Abfälle anfallen und kann sich mit den Kollegen und mit den Fachleuten darüber unterhalten und daran arbeiten, diese Abfälle zu verringern, weniger gefährlich zu machen, im Idealfall ganz zu vermeiden, eine sichere Entsorgung sicherzustellen. Damit tut man der Umwelt was Gutes, man tut natürlich auch dem Unternehmen etwas Gutes, was ja rechtlich verantwortlich bleibt für die Entsorgung der von ihm erzeugten Abfälle, bis sie eben endgültig beseitigt oder verwertet sind. Und ja, insofern würde ich Ihnen gerne Mut machen, nehmen Sie diese Herausforderung ruhig an und bei Ihren nächsten Schritten, vielleicht eben der Ausbildung zum Abfallbeauftragten, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall an dieser Stelle schon einmal viel Spaß und Erfolg.